was ist momentan? Pokémon Ranger gehört natürlich nicht zu den Hauptteilen, aber ich glaube, es sind doch um einiges mehr Super Meat Boy, wollte ich schon sagen, Super Mario Spiele raus als Pokémon. Und immer wieder Bowser, immer wieder die gleiche Geschichte und es verkauft sich immer wieder gut. Zumindest verkauft es sich immer wieder. Aber Mario ist ja auch ein Videospiel hält stärkere Kindheitstage. Und die Pokémon-Story ist ja auch immer die gleiche. Oh mein Gott, böses Team. Oh mein Gott, legendäre Pokémon. Oh mein Gott, aufhalten. Ich verstehe nicht, wieso ich daran scheitere. Ich konnte das doch. Und Shooter haben halt auch immer noch die gleiche Story. Beziehungsweise haben eine Story, aber hey, Multiplayer. Nicht, dass ich jetzt Shooter verurteilen würde, nö. Ich meine nur so. Oder hat sich wer eine... Ich weiß gar nicht, wie lange die Kampagne von Battlefield geht. Ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp ab. Dreistündige Kampagne von Battlefield angetan. Wieso bist du da runtergefallen, Meat Boy? Egal. Wobei, viele Indie-Spieler haben ja auch keine lange Story. Ich verweise da auf Insanity Twisted Shadow Planet. Hat keine große Story. Wird auch durch keinen Dialog, sondern nur durch Bildern erzählt. Dennoch ist das Spiel gut. Also, jedes Spiel hat seinen eigenen Charme. Und wenn, egal, wie gut oder schlecht das Spiel für einen ist, jedes hat seinen eigenen Charme. Super Meat Boy hat halt dieses fleischige, eckige, kantige. Und Super Mario halt immer wieder Bowser und Princess Peach. Ich komme von der Wand nicht weg. Ja, Bowser und Princess Peach und Shoot halt immer ihren Multiplayer. Und bei manchen Spielen kommt es, also Spiele, die jetzt keinen großen Wert auf Story legen oder auf Details, kommt es für die halt eher auf die Grafik an. Weil ich glaube kaum, dass sich heute noch irgendwie ein Shooter kaufen würde, wo die Models knautschig, pixelig aussehen, etc. Jetzt nicht gewollt pixelig, sondern... wie in Max Payne, die Grafik. Eins meine ich jetzt, halt dieses Gesicht sieht so ein bisschen lediert aus. Damals war es gut, aber heute ist es ja gut. Nee, eigentlich nicht gut. Schlecht eher. Und solch einen Shooter würde man sich heute kaum noch kaufen. Ich glaube, ich werde diesen Dr. Fetus-Kampf in einem Stunde, in einem Ein-Stunden-Video hochladen müssen. Weil ich einfach zu unfähig bin, ich Skillkrüppel. Der erste Teil ist ja kein Problem mehr für mich. Das ist das Lustige. Also mit ersten Teil meine ich halt das da hoch. Natürlich nabbel ich da ab und zu noch rum. Das gehört halt zu mir. Puh. Das habe ich auch schon einigermaßen raus. Random Geschrei. Ich bin so froh, dass ich mein Fenster zugemacht habe, dass ich daran gedacht habe. Ich kann jetzt rumbrüllen, wie ich will, weil das Haus hier ist gut verdämmt. Eine gute Dämmung. Die Fenster sind auch doppel- oder dreischeibig sogar. Doppel- oder dreischeibig. Hört sich an wie ein Käse-Sandwich. Drei Scheiben Käse. Okay, dreischeibiges Käse-Sandwich, bitte. Käse-Sandwich. Ich bin dann ehrlich gesagt nicht so der Freund von Käse. Ich komme von der Wand nicht weg. Ich muss dann mal versuchen zu springen. Ganz ehrlich, muss ich mal versuchen. Dreischeibiges Käse. Ich komme auf Sachen hier. Und langsam bekomme ich dadurch auch Hunger. Lass mich doch.
lasch mich da hoch! Ich bin Super Meat Boy! Und ich gucke grimmig und ich zeige Zähne! Und Dr. Viech, das wird sterben! Fug. Ganz ehrlich, Fug. Zack, zack, und da nicht hier wieder hoch, und da lang, und dort lang, und da verkacken! Hilfe! Ich muss aber sagen, wenn man von so einer rotierenden Säge erwischt wird, erinnert mich immer an solche Zewa-Werbung. Also an solche Werbung für, wie heißen die noch gleich? Nicht trocken, sondern... Jetzt ist mir... Küchentücher? Heißen die Küchentücher wirklich? Wo man dann halt dieses eine Spray mit Breath Power Reiniger und wie sie nicht alle heißen. Man wischt einmal über diese eine Fläche und alles ist sauber. Das erinnert mich daran. Man wischt einmal drüber und Meat Boy ist weg. Ich weiß nicht, ob ich euch diesen Kampf vielleicht sogar zusammenschneide. Also, wenn ich irgendwann mal einen Final Try habe, dass ich euch den hochlade. Wirklich? Das habe ich, glaube ich, am Anfang schon erwähnt. Egal, ich erwähne es nochmal. Und euch dann so gesehen als inoffizieller Part. Dumm! Das war dumm! Ah! So gesehen als inoffiziellen Part. Ja, Handy, dein Akku ist alle. Weißt du, diese Information tangiert mich extrem. Peri! Fair. Das war dumm! Ich glaube, würde man all meine meine Szenen, wo ich brüll zusammenschneiden, dann würde es einen richtig guten Dubstep-Remix raushauen. Mich irritiert auch immer diese eine Rakete, die da noch in die Wand reinjagt. Wenn man darüber. Doch, doch, doch! Wenn man das so sich anguckt, dann macht es immer Fumm in der Wand mit drin. Da kriege ich voll die Paranoia, dass der mich gleich erwischt. Wieso bist du nicht gesprungen, Meat Boy? Ich habe A gedrückt. Egal. Ich finde auch, der hat voll die Knopfaugen. Die erinnern so an Oliven, die auf Hochglanz poliert sind. Ja, schwarze Oliven, keine grünen. Grün, dann wäre er ein Zombie. Die Zombies haben weiße, seelenlosen Augen. Tefug? Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Das war gewagt! Ich glaube, dieses Spiel baut darauf auf, dass man Hoffnung macht, oh, gleich hab ich. Und dass man dann halt ermordet wird. Durch irgendeine dieser kleinen Segen, die hier rumschweben. Ich vermute, das Spiel muss man auch in völliger Apathie spielen. Ich lenk zu früh ein. Ich lenk da zu früh ein. Und ich würde diese, also diese eine Stelle da hinten als wenige... als eine wenigen Stellen einreihen, die jetzt für mich wirklich schwer sind. Weil alles andere lernst du nach einer Zeit. So ganz lernresistent bin ich ja doch nicht. Ein bisschen schon, aber ganz auch nicht. Seht ihr das Mai? Oh Gott! Ah! Nein! Meat Boy, bist du denn des Wahnsinns? Ja. Scheiße. Weißt du was, Meat Boy? Du kannst mich mal... Du kannst mich... Ha! Ich wollte eigentlich das Level so ein paar Minuten durch, aber hey... Wenn das Spiel meint nö, dann meint es halt nö! Au.
stelle mich blöd an. Ich glaube, ich trainiere das Level heimlich. Also, privat. Wenn ich jetzt, das hier nicht schaffe, dann trainiere ich das privat. Und dann, wenn ich es kann, zeige ich euch das Level einfach nochmal. So gesehen, dass ich es vorspiele. Einmal, und dass ihr das dann nachsehen werdet. Denn, also dass ich es euch... Ich spiele es mir einmal durch, so. Rede in ganzen Sätzen, Shanbon! Ich verstehe dieses dann... Ich verstehe das da nicht, weil... Das lenkt... Ab und zu lenke ich mich dann nach links. Und ab und zu dann wiederum auch nicht. Das verstehe ich nicht. Jetzt nabbel ich rum. Jetzt nabbel ich gerade wirklich rum. Also ich spiele es für mich im Privaten einmal. Und wenn ich dann das Level meine zu können, zeige ich es euch einfach. Das bedeutet, dass ihr halt jetzt die Stunde, was weiß ich nicht was, an Nabbeligkeit sehen könnt. Und hallo Framezahl, die auf einmal auf mehr als 60 ging, warum auch immer. Ich habe das Gefühl, Meat Boy ist auch langsamer bei mir als bei anderen. Aber kann halt auch wirklich nur ein Gefühl sein. Beziehungsweise er steuert sich schwerfälliger. So will ich das ausdrücken. Dass er bei manchen halt direkt auf jeden Button Smash reagiert. Und bei mir sich denkt, ja, pf, nein. Zum Beispiel hier. Ah. Man muss einfach wirklich nur smashen. Und Timing haben. Da komm her, Mi. Komm her, Fietisch. Komm her. Blitzkrieg. Ja. Ne? Wir kämpfen für Bandage Girl! Auf ins Gefecht! Rechtsstimme aktiviert! Los! Vernichtet Fetisch! Staatsfeind Nummer 1! Zack. Diese Kante ist für mich gerade ein richtig gutes Trainingsobjekt, müsste ich anmerken. Weil, wie man sieht... Ich weiß nicht, woran es liegt, aber hey. Warum auch immer, ich fand den gerade gut. Yay, ich habe die Wand erreicht. Psk, tot. Eigentlich müsste ich den Raum da links noch ein bisschen ausruhen. Ah, like Bausch ausgewichen. Voll verarscht, ey. Verarsch ihn voll, ey. Yo, Digga. Roffel. Okay, jetzt wird's langsam. Peinlich! Ah, geschaut. Boah. Dieser Moment! Fuck it! Ich bin Meat Boy! Na! Ah, wieso bist du nicht gesprungen, mein du Scheißvieh? Ah! Mein A-Button ist kaputt. Ich hab Springen gedrückt. Auf der Aufnahmespur dürfte man das sogar hören. So laut wie mein Gamepad eigentlich zu sein scheint. Das bedeutet nicht,